Mensch, liebe Zocker und YouTuber, da haben wir ja viel erlebt in der letzten Folge The Witcher 3. Willkommen zurück erstmal. Wir haben erfahren, dass die Schwester der Herzogin eventuell hinter diesen ganzen Intrigen steckt. Demzufolge sollen wir jetzt eigentlich vom Hauptquest her eine Burg erobern. Da steht's triftig nach Mitternacht mit Damien in der Mühle des Grafen Delacroix. Sag mal, hört ihr mal auf, mir hier ständig reinzubrüllen? Warum hast du einen Vogel auf dem Kopf? Ach nee, das sind Federn, das ist kein Vogel. Okay, aber bevor wir uns an den Hauptquest machen, würde ich mal sagen, gehen wir noch ein paar Nebenquests an. Unter anderem hätten wir da zum Beispiel das hier. Das Ding haben wir mal so zwischenzeitlich aufgedeckt und dann links liegen gelassen. Das war, glaube ich, die Sache mit dem, genau, mit dem rechts steht es, mit dem Haustier, dieses Grafen, einen Silberbasilisken. Den würde ich gerne... erlegen, der passt auch levelmäßig ganz gut zu uns. Wir haben uns ja schon mit den Kaufleuten getroffen, haben das Lager untersucht und jetzt müssen wir nur noch etwas über das zweite Ufer in Erfahrung bringen. Wir brauchen eh noch Geld. Muss ja ganz kurz gucken, wo wir da hin müssen. Einer von euch hat mir gesagt, die Bank ist wohl nördlich vom Marktplatz. Wenn das hier der Marktplatz ist, dann ist die wahrscheinlich hier so. Wir können ja mal hier so hinlaufen. Wo müssen wir denn hin für diesen... Aha, da oben, da können wir gleich noch ein paar Fragezeichen aufdecken. Genau, da eiern wir mal hin. Aber zuerst gehen wir da lang. Ich hoffe, die Bank ist irgendwie markiert auf der Minimap dann. So, hier ist der... Ich glaube, hier ist der Marktplatz. Oh, nee. Ah, vielleicht auch nicht. Ich gehe mal hier lang. Dann gehen wir mal da lang. Aber wenn nicht, nehme ich hier einen Wegweiser und begebe mich einfach so dahin. Und ich würde auch gerne noch außer diesen Nebenquests, ich habe da noch zwei offen, würde ich außerdem gerne noch so ein Banditenlager. Ist das eine Bank hier? Ausheben. Geh einfach mal rein. Ne, ist abgeschlossen. Ich gehe nicht rein. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, bis ich die Bank gefunden habe. Ich gucke ja hier schon... Ich gucke hier schon an zwei Folgen, gucke ich hier schon rum, wo die doofe Bank sein soll. Ich bin jetzt hier nördlich. Aber das sieht mir hier nicht nach der Gegend aus, wo man eine Bank eröffnen möchte. Oh, ja. Wir können ja mal hier so ein paar Schilder angucken, wenn ich denn hier welche fände. Aber ich glaube, hier ist keine Bank. Ist alles Mögliche, aber keine Bank, liebe Freunde. Hier gammeln irgendwelche Leute rum. Ich meine, die Stadt ist schön, so ist nicht. So ist es nicht. Und jetzt sind wir, glaube ich, wieder am Marktplatz, genau. Sind das alles eitle Pfaffen hier? So, ich nehme jetzt hier den Wegweiser. Und jetzt die Faxen dicke. Irgendwann werde ich der Bank mal über den Weg laufen. Aber jetzt gerade nicht. So, jetzt auf zum Silberbasilisken. Hi, der Witzka. Okay, direkt hier am Handelsposten. Und dann gucken wir mal. Silberbasilisken ist ja definitiv ein Drakonide. Ja, Hauptquest. Der Detlef ist auch wieder aufgetaucht. Genau, hier war das. Exakt hier war das. Das war dieser überfallene Handelsposten. Okay, dann muss das zweite Opfer noch finden. Bring mehr über das zweite Opfer in Erfahrung. Okay, da. Basilisk scales are usually thicker, not nearly so fine. Could be more sensitive to fire, this one. Alas, it is true. Your cast has a terrible fear of fire. She's a highly sensitive creature. Rid your mind of any thought to kill her. You would destroy the last of a species. Okay, also empfindlich gegen Feuer, das dürfte kein Problem sein. Ich habe Feuerböhmchen dabei. Strange, these burn marks. Beasts venom make them. Subspecies must be highly toxic. It is so indeed. A wound from a sterling basilisk festers long. Need to brew a potion that'll neutralize that. Okay, jetzt müssen wir uns auch noch gegen das Gift schützen. Irgendwas müssen wir hier noch finden. Also giftig ist das Viech. Empfindlich gegen Feuer.
Was haben wir hier noch? Kartoffeln, Himbeeren, Zwiebeln. Lecker. Hier ist bestimmt Wein drin oder ein Gesellenwaffenreparaturset. So, wo ist die letzte Spur? Hier vielleicht an ihm irgendwo? Nee, wobei wir hier noch so ein paar... Komm, ich sammle mir noch ein bisschen was ein. Die ganzen Weine. Ob man die verkaufen kann, bestimmt. Na, komm. Ich meine, dieses SS, das ist doch bestimmt... Der ist ja bestimmt hochgradig wertvoll, oder? Warum guckst du nicht dahin, du Nasenbär? Was ist das? Busted barrels. Content spilled all over. Must have been tannin in there. Used to treat leather. Beast smashed the barrels. That's how the scent got on the scale. Yokoko is so very curious. Strong scents especially intrigue her. The barrels, they must have drawn her in. Drawn her to the caravan. Busted barrels slimed with venom. Hallmarks of an attack. Basilisk must have caught the second victim here. Anyway, got two scents. Venom and tannin. Ought to be enough to track the beast. Why track her at all? Your caste is protected. Her death would forever destabilize the ecosystem. Who knows what would happen? I see unforeseeable consequences down the line. Simply refrain from provoking her. Harm her not, and she too will leave you untouched. I've long suspected they do it on purpose. Scent their goods. They seek to lure the Basilisk to destroy their wares. It allows them to demand compensation from their assurers. Okay. Also Versicherungsbetrug oder wie? Sehr merkwürdig. Okay, was soll ich jetzt machen? Sollte ich mir nicht... Ich soll folge dem Basilisken, aber ich soll mir doch ein Gegengift... Naja, okay. Das ist auch kein optionaler Quest, ne? Von wegen hier Gegengift brauen. Ach, hier ist so eine Spur, so eine Geruchsspur. Das geht doch schief. Warte mal, erstmal... Hier, überliegender tanzender Stern ist definitiv Feuer. Igni ist auch Feuer. Ein Drache, der empfindlich gegen Feuer ist. Das ist ja auch mal... Nieswurz nehmen wir auch mit. Vielleicht kann man ja... Er hatte gesagt, die tut mir nichts, wenn ich sie in Ruhe lasse. Vielleicht kann man mit ihm reden. Aber ich glaube, The Witcher... Da könnte jetzt Andrea wieder loslegen. Ich glaube, in The Witcher gibt es keine sprechenden Drachen, oder? Odors dispersed. Seems to be everywhere. Basilisk must be high in the sky. Ach, er kommt mit? Okay. Bloodstains. Clear as day. Okay, das heißt, er ist verwundet, oder was? Okay, Folge. Ich nehme mal an, ich soll den Blutspuren folgen. Der hat hier runtergetröpfelt. Sense perceptible again. Okay. Mein Problem ist, Alter, ich sehe diese Geruchsspur kaum. Oh, jetzt das zweite Opfer erwischt. Just as I expected. Second victim, but relatively unscathed. Basilisk must have been dragging him back to its nest for later. Dropped him for some reason. Wonder why. Vielleicht war er zu schwer. Auftrag der Böttcherzunft. Lieber Gaston, auf deine Frage zur geplanten Route für die Tanninfässer kann ich bestätigen, dass die offizielle Zunftroute nach wie vor über das Land von Graf Di Salvarez, das ist der Typ, der mich da gerade verfolgt, führt. Die Zunft sieht keine Notwendigkeit, von dieser traditionellen Route abzuweichen, bis auf den Drachen, ne? Da der Graf sich verpflichtet hat, für alle Schäden aufzukommen, die der große weiße Schrecken anrichtet. Selbst der Verlust der gesamten Ladung entsteht der Zunft kein finanzieller Schaden. Ja, tatsächlich, die machen mit dem Drachen Versicherungsbetrug. Unglaublich. So, was soll ich hier noch machen? Hab den doch schon untersucht. Folge dem Drachen mit Hilfe deiner Hexe. Nee, ist die falsche Richtung. Hier, das war schon richtig. Hier dünstet irgendwas vor sich hin. Ich glaube, hier hinten. Sieht man kaum, ist ganz schwach. Bitte? Here's something, but it's no basilisk screech. Human voices. Ja. Wer stöhnt so spät durch Nacht und Wind? Ist bestimmt noch nicht mal ein Drache, sind wahrscheinlich Banditen. Hallo, wer seid ihr denn?
Das sind Jäger, oder? Drachenjäger. Yamo, Harry, prepare the equipment. Beast wandered off somewheres. We got to lure it back. And who might you be? Funny, about to ask you the same. They call us the Reavers. Reavers? Wouldn't happen to hail from Crinfrid, would you? Aye, we do. But how's it you know? And again, who the hell are you? Diese Sinterer, das sind merkwürdiges Völkchen. Die rennen alle nackig rum. Ich weiß auch nicht warum. Das muss irgendwie so ein kulturelles Ding sein. Wenn ich gehe mal von Riva sage, gehen die mir wahrscheinlich in die Gurgel, weil. Naja, wobei, nur weil die aus Sindra kommen. Haben wir gemeinsame Bekannte? Ja, ich habe die Weinräuber platt gemacht. Die sahen ähnlich aus. Geht euch nichts an. Neither is your concern. No concern of ours, you say? Perhaps not. But we got eyes and can see those razors you got on your back right clear. Dir fehlt ein Zahn. Boholt and his boys. He's there, mate. Heard of him. Geralt of Rivia is the name. A professional. Good you came along. Could take on the brute together. Talk is the venom something horrifying. Could use another pair of hands. Fee what we've gotten from the guild. We'll share it fair and square. You in? Gentlemen, this hurts my ears and pains my heart. You aim to kill your caste? It cannot be. The creature is protected. If you fear to lose the guild's reward, I shall repay it, and reward you doubly to leave the beast be. You cannot slay the last living specimen of a near-extinct subspecies. Willing to pay, are you? Long as we do nothing? That's rather novel. What say you to that, Master? Far as I know, beasts culled the human race by five already. Ach, ich nehme das Geld. Basilisk lives for now. We're not gonna kill it. A witcher defending a beast. Ever seen that, lads? You like them peaches? Ah, no scrapping with filth today, it seems. But, you made some mention of coin, as I recall. I did indeed. And the word once given. Ich will aber auch was. Wie viel haben wir gekriegt? 180. Nee, das waren die Erfahrungspunkte. 350. Godspeed, Witcher. Strange working with you. Strange, but nice. Da war ein Synchronisationsfehler, würde ich sagen. You spared your cast. I thank you. And be assured, I'll take great care she not dying on any other souls. Gotta try harder. Figure out a way to keep folk out of this area. That I shall do. Master, you must accept more, be it a symbolic sum. Had you not come along, the Reavers would surely have slain my Jokast. Nehme ich doch. Doch. Hab ich kein Problem mit. Na, das hat ja geklappt. Was habe ich nochmal gekriegt? Nochmal Erfahrungspunkte und nochmal 50 Kronen. Must have sensed a threat. Likely to return eventually, though. She'll return. Always does. I suspect I might even know where she's gone. I tracked her away and believe she might have found a new mate. It's an ordinary basilisk, not a silvery one. But something might come of it. Who knows? Your cast could lay new eggs. Perhaps produce an entirely new crossbreed. Sure hope not. Take care. Also ich muss sagen, das hat genau so geklappt, wie ich mir das gedacht habe. Erstens haben wir mehr Geld gekriegt, zumindest glaube ich das. Und zweitens haben wir ein bisschen den Stinkstiefel gemacht und ich finde das eigentlich auch okay. Ich meine, das Viech hat ja wirklich scheinbar nur diese Karawanen angegriffen. Rede ich mir so ein. Und die haben das auch noch provoziert, um da die Versicherung zu kassieren. Also in dem Sinne, denke ich mal, haben wir das ganz gut hingekriegt. Wahrscheinlich geht das nach hinten los und das Viech überfällt demnächst das ganze Land. Aber hey, pft.
Ne? Jetzt geht's erstmal weiter. Also das war Jogaste, der lustige Basilisk. Jetzt sind wir wieder bei knapp 800. Und jetzt gehen wir mal noch eins an. Und zwar habe ich da noch entdeckt, zu Hause ist am schönsten, viel haben wir nicht mehr. Aber da unten, das Hungerspiel. Und zwar, das war die Sache mit dem Löffeln, also der Wicht und die Löffeln. Offenbar hat sich hier die Dame, also der Ex-Wicht, so nennen wir sie mal, wieder erholt. Und wir sollen da mal vorbeigucken. Das machen wir natürlich. Vielleicht hat die uns noch was zu erzählen oder zu sagen. Aber unterwegs würde ich gerne, wo ist denn mein... da unten. Okay, ich würde trotzdem gerne hier noch, ich meine, wir sind so dicht an der Nähe, dann gucken wir uns noch das hier an. Guck mal, das sieht nach einem Überfall aus, als würde hier wer überfallen werden. Ich meine, wer so dicht an einem... Be not good. Neue Quest. Auf den Spuren des heiligen Majoran. Was sollen wir hier machen? Untersuche das Arbeiterlager. Okay, ich untersuche das Arbeiterlager. Die sind bestimmt dem Drachen untergekommen, oder? Ja, ich würde mal sagen, der Gaul hier ist definitiv... Mal gucken. Blood. Lots of it. Okay. Majoran, der heilige Majoran ist doch ein Gewürz. Verdammt nochmal. Was ist das hier? Kikimors. Was? Folge den Spuren der Kikimoras. Sind Kikimoras, waren das... Ah, ich verwechsel die verdammten Viecher immer. Das waren Insekten, oder? Insekten in der Nähe. Super, sind die jetzt ins Wasser? Das ist ja blöd. Ah, da geht's weiter. Ich glaube, Kiki... Ja, ich sehe sie schon. Moment, Insektoidenöl. Ich habe ja gelernt, Kikimoras sind Insektoiden. Oh, gleich das Richtige erwischt. So, wir nehmen Igni und von mir aus die überlegene Kartische. Den komischen Stern da, ihr wisst, was ich meine. Hallo, guck mal, die sind auch nur Level Trullala. Zack, zack, zack. Angezündet. So, die sind ja nur Level, ich glaube, 36. Komm, zünden wir mal ein paar Kikimoras an. Burn. Ich zünd eure Eier an. Klingt irgendwie falsch. Guck mal her, mein Kleiner. Okay, nochmal. Warte mal. Bitte sehr. War jetzt kein kritischer Treffer, aber muss gereicht haben. Zack, zack. Kikimora-Salat. Das ist noch kleiner. Durchsuche das Kikimora-Nest. Mache ich, aber ich verbrenne erstmal. Durchsuche. So, missing workers. This is what became of them. Hab ich doch, oder? Was passiert jetzt? Warum gibt's jetzt ein Ladescreen? Oh, was mache ich hier? Hab den Eindruck, ich bin mitten in einen Quest reingerutscht. Unvorsichtigerweise. Triff dich nach Mitternacht mit Damien. Nee, das war es nicht. Keine Ahnung, was ich hier mache. Warum es da jetzt ein Ladescreen gab. Aber offenbar ist der Quest zu Ende. Ich guck nochmal. Ja, der müsste zu Ende sein. Ich gehe noch ein paar Sachen ab hier. So ein paar Fragezeichen. Ehrlich gesagt würde mich das noch hier interessieren. Hier zum Beispiel dieses Dörfchen. Wo ist das da oben? Jetzt habe ich zwar Insektoidenöl drauf, aber ja, das ist doch garantiert ein Räuberlager hier, guck mal. Ein Räuberlager. Ja, du bist doch nur Level. Ulala, hoppala, jetzt bin ich angezündet. Aber ihn auch. Oh, du bist nicht Tarzan, hör auf damit. Let us murder. Warte mal ganz kurz. Überlegene Kartische. Blood!
Blood and Honor. Bitte sehr. Hoppala, ich muss mal was trinken. Oh Gott, wir hauen aber ganz schön rein, die Kerle. Blood and Honor. Ich glaube, ich habe einen erwischt. Au. Daneben. Brennt, meine Guten. Ich mach mal ganz kurz hier den hier. Ja, nochmal Böhmchen, komm. Oh, böse. Hier sind aber eine Menge. Wie heißt er? Baron, ne, Bandit. Ja, hau zu. Das wäre cool, wenn du deine eigenen Leute treffen würdest. So, den hat's erwischt. Komm, noch eine. Und aus die... Ne, hast du dir so gedacht, du kleiner Lümmel. Hoppala, Kopf ab. Da ist noch einer mit einem Bögelchen. Das nützt ihm aber nichts. Vor allem, weil ich ihn jetzt anzünde. Was? Take him for a ride? Was sagt der da? Jetzt haut der wieder zu, jawohl. Krieg da mal gleich eine ver... Oh. Ich hab noch eine Bombe, so ist nicht. Hui! Ach, hinter mir aus. Sag mal, was ist das hier? Was ist das für ein Lager? So, tot. Rennen! Au, da kommt der nächste. Nein, 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 weg hier. Hau, lässt du deinen Hammer stecken. Du musst dich schon ein bisschen vergiften, weil ich bin ja auf Vergiften spezialisiert. Guckt euch das an hier, was das für eine Truppe ist hier. So, alle hoppala. Ich will da hin. Geh erstmal den töten. Burn, baby, burn. Da. Ich hab keine Bomben mehr, ist ja blöd. Warte mal, ich hab noch andere. Hui! Ich nichts getroffen hab, habt ihr das gesehen? Jetzt gut hier. Ich geh doch mal langsam down. Guck dir den mal an hier. Ist ja schon mit dem Essen spielen. So, Nummer 2. Wie viel haben wir von der Sorte hier? Kann das sein, dass das hier so ein... Ne, da ist noch einer. Komm mal dem Feuer weg. Was? Was hat er gesagt? Das klang komisch. So, war's das jetzt? Also, war kein... Kein unspannendes Kämpfchen, muss ich sagen. Ich habe mir wieder meine ganzen Waffen zerdeppert, habt ihr gesehen? Ah, alleine dafür, ich sag's immer wieder. So ein schöner Sonnenaufgang. So, was haben wir denn hier freigeschaltet? Jetzt haben wir hier diverse Dinge, eine Zwiebel. Das, die Waffen kann man immer mitnehmen, die Waffen sind ganz witzig. Geben immer Geld. Ist das hier einer? Ja, Alter, da ist was. Moment. Drohnen, das nehmen wir auch mit. Die ganzen guten Waffen. Wie, nothing to see here. Ich will alle eure Dinge haben. Tagebuch des... Der was? Des schnellen Eugen? Furchtloser Anführer Sterling Strong, alles in seinem Notizbuch vermerkt, dann mache ich das auch. Okay, wunderbar, führt ein Tagebuch. Ich habe so viel zu schreiben, denn wie wir den silbernen Salamander geplündert haben, bis er aussah wie ein Müllhaufen, das war einfach legendär, die Hanse wollte. Okay, das ist das Tagebuch eines Banditen. Gibt das ein Quest? Nö. Streitkolben nehmen wir mit, die Kronen nehmen wir auch mit. Haben wir hier noch irgendwas? Da hinten liegt noch einiges rum. Ich war einmal durchs Dorf geprügelt. Ja. Und ja. Haben wir da irgendwas freigeschaltet hier in diesem Dörfchen? Da ist nur eine Taverne. Okay. Und ich würde sagen, das gucken wir uns auch noch an hier, oder? So ein bisschen hier, so ein paar
Fragezeichen abklappern. Vielleicht ist da mal so ein... Das sieht ja so auch interessant aus. Aber ich würde gerne mal meinen... Erstens würde ich gerne kurz rasten und zweitens würde ich gerne meine Schwerter reparieren. Die sind nämlich kaputt. Wo waren das? Hier? Da? Da. Was pfeift aus dem letzten Loch? 82%, dem geht's noch gut. 37%, dem geht's nicht gut. Gesellenwaffenreparaturset. Da. Und? Ah, 77 muss reichen. Heben wir erstmal auf. Das haben wir gefunden. Das wird nachher verkauft. Jetzt sind wir schon bei 824. So, dann geht's noch da oben hin. Das sieht mir interessant aus. Laufe ich richtig? Nee, dahin muss ich. Hört ihr das? Warte mal. Ich mach mal ganz kurz hier Stündlerast. Damit wir wieder Bömmchen haben. Und dann gucken wir uns mal diese Ruine da an. Ich tippe auf Geister. Sieht wer was?